Wenn das stimmt, wäre das ein Verbrechen. Wir haben uns das ausgedacht und nennen es Detektivspiel. Und in dieser Geschichte gibt es einen Entführer. Darum sprechen wir mit Mädchen, die allein sind, freunden uns mit ihnen an und beschützen sie. Auf diese Weise wollen wir die Entführungen irgendwie verhindern. Ich verstehe. Und es stört mich nicht, wenn es am Ende nur ein Spiel ist. Vielen Dank, Herr Yashiro. Satoru, schnall dich bitte an. Oh. Nanu? Ach, der klemmt in letzter Zeit etwas. So. Dir ist also aufgefallen, dass Misato immer allein ist? Nein, ich habe es nur gemerkt, weil Hiromi es mir erzählt hat. Ich habe trotzdem großen Respekt vor deinen Absichten und dem, was du in Bewegung setzt. Ach, wirklich? Aber ich habe mich damit rausgeredet, dass es schwer sei, sie anzusprechen. Und nun ist sie so etwas wie ein Lockvogel geworden. Lockvogel? Das hört sich ja ziemlich ernst an. Das steckt also dahinter, dass du in letzter Zeit so viele Freundschaften mit anderen Kindern schließen willst. Mhm. Ich möchte eigentlich nur die Leere in den Herzen der anderen ausfüllen. Und auch in meinem Herzen. Oh Mist, den Spruch habe ich von ihm geklaut. Ich muss aufpassen. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Das ist nämlich genau meine Lebensphilosophie. Wenn ich eine sechste Klasse betreue, erzähle ich immer etwas Ähnliches bei der Abschlussfeier. Du empfindest vielleicht ein wenig Reue, Misato wie einen Lockvogel behandelt zu haben. Aber du musst dich nicht schuldig fühlen oder gar dafür schämen, Satoru. Denn ob es nun um gute oder schlechte Taten geht, sie entspringen demselben Antrieb, die eigenen Unzulänglichkeiten zu kompensieren. Das ist eine ganz schön radikale Sichtweise. Auch ich habe allerlei Maßnahmen getroffen, um einer bestimmten Person näher zu kommen. Manchmal habe ich es direkt versucht, manchmal über Umwege, und ich habe sogar zu faulen Tricks gegriffen. Das war vielleicht ein Spaß. Meinen Sie eine Frau? Es hat tatsächlich Ähnlichkeit mit Liebe. Ja, in dem Punkt, eine Leere im Herzen zu füllen, ist es wohl dasselbe. Ah, wollen Sie einen Lolli? Das ist lieb von dir, aber da sind keine Lollis drin, Satoru. Weißt du, das hier ist nicht mein Auto. Wie meinen Sie das? Wem gehört das Auto denn dann? Der Moment des höchsten Glücks. Findest du nicht auch, das ist etwas, das sich ständig erneuert? Also für mich hat er sich zum Beispiel heute erneuert. Gerade wenn ein Teil der Leere im Herzen gefüllt wird, ist das der schönste Augenblick, denkst du nicht auch? Wenn man findet, wonach man gesucht hat, und je mehr Schwierigkeiten man hatte, es unter allen Umständen an sich zu bringen, desto größer ist das Glück, wenn man sie schließlich überwunden hat. Was faselt er da? Was will er damit sagen? Abführmittel? Satoru, in einem Punkt hast du aber gelogen, nicht wahr? Du hast gesagt, in der Geschichte gibt es einen Entführer, aber in Wahrheit bist du felsenfest davon überzeugt, dass es eine Entführung geben wird. Ich konnte das einfach nicht wahrhaben und es fiel mir auch schwer, nur annähernd daran zu glauben. Nein, ich habe mich geweigert, es zu glauben. Dass es jemanden geben soll, der meine Pläne vorhersehen kann. Keine Sorge. Misato ist nicht in dem Fahrzeug. Darin befindet sich nur Juns Vater, der alte Shiratori. Oh. Bis du dich an Aya Nakanishis Fersen geheftet hast, hatte ich absolut nichts bemerkt. An dem Tag, an dem ich euch mitgenommen habe, wollte ich eigentlich meinen Plan in die Tat umsetzen. Ist doch zum Lachen, nicht wahr? Ich habe dir aufrichtig Ratschläge gegeben, obwohl du versucht hast, mir meine Beute vor der Nase wegzuschnappen. Du hattest meine Pläne schon zum zweiten Mal durchkreuzt. Da kam in mir der Verdacht auf, dass es kein Zufall sein kann. Also schlug ich Misato vor, sich das Eishockeyspiel anzusehen. Diese Information habe ich an Hiromi weitergegeben. Satoru, als ich dich in die Halle kommen sah, wich mein Verdacht der Gewissheit. Ich hatte recht, du bist mein Feind. Unmöglich. Ich habe die Zeit abgeschätzt und Misato ein Getränk mit dem Abführmittel darin gegeben.
Außerdem habe ich Bentos bei den Shiratoris bestellt. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein! Alle Puzzleteile fügten sich perfekt ineinander, genau wie geplant. Das ist mein wahres Gesicht, damit hast du wohl nicht gerechnet. Soll ich dir was verraten? Dieses Auto habe ich eben erst ausgeliehen. Meine Maßstäbe bei der Wahl eines Autos sind etwas ungewöhnlich. Ich habe mehrere Wagen vom gleichen Modell und gleicher Farbe in der Nähe, damit ich sie mühelos als Dummies verwenden kann. Naja, das ist mir allerdings zum ersten Mal von Nutzen, um ehrlich zu sein. Ich bin so ein Idiot. Es lag von Anfang an auf der Hand. Kaio ist in Sicherheit. Ich wollte es wohl nur nicht wahrhaben. Gaku Yashiro stand auch auf Sawadas Liste der Verdächtigen. Aber da der Name meiner Mutter ebenfalls darauf stand, machte das die Liste für mich bedeutungslos. Ich habe Herrn Yashiro so sehr vertraut, dass ich sogar den kleinsten Verdacht ausgeschlossen habe. Aber dieser Mistkerl, Gaku Yashiro, sitzt jetzt direkt neben mir. Es fängt an zu schneien. Oh. Hey, den kriegst du nicht auf. Das Spiel ist aus. Für dich genauso wie für mich. Also echt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Du bist all meinen Plänen zuvorgekommen und hast sie einfach zunichte gemacht. Ich bin wirklich sprachlos, dass du mich so in die Enge getrieben hast. Es ist fast so, als könntest du in die Zukunft blicken. Damit ich ruhigen Gewissens schlafen kann, sage ich es dir vorsichtshalber. Was ich nun tun werde, ist keine Rache dafür, dass du mir in die Quere gekommen bist. Du hast meinen Respekt. Das meine ich ernst. Bitte sieh es als Ausgleich dafür an, dass mein Verlangen nicht befriedigt wurde. Aber ich dachte, für sie ist das Spiel nun ebenfalls aus. Du solltest dich freuen, Satoru, denn du bekommst den Frieden dieser Stadt. Das war es doch, was du dir gewünscht hast, habe ich nicht recht? Und dafür bekomme ich dann einen Tod nur für mich, den ich eigenhändig verursacht habe. Schön, oder? Auf keinen Fall! Ich werde nicht sterben, bis ich ihren Untergang mit angesehen habe! Da hast du dir ein etwas zu hohes Ziel gesetzt. Bleib stehen, du Mistkerl! Lass den Scheiß! Ich will hier raus! Hilfe! Das ist mein Abschied. Ich werde diese Stadt noch heute verlassen. Ist das kalt? Verdammt! So ein Mist!